So, willkommen zu einer weiteren Folge Lago Winch. Und ich hoffe mal, dass nicht wie bei den vier vorherigen Parts die Stimme nicht aufgenommen wird, denn ich habe keine Lust, das nochmal nachzuvertonen. Ja, wir sind immer noch in diesem Kloster auf dem Berg in der Nähe von dem kleinen Dorf. Wir sind relativ weit im Inneren des Klosters inzwischen. Ja, ich würde sagen, Joy ist bereit, beim ersten Anzeichen von Ärger einzugreifen. Und ich kann immer noch nicht mit ihr sprechen. Man kommt immer nur diese selbe Meldung. Gut, wir sehen uns hier in diesem Raum. So, ich muss mal... Ah, okay, jetzt höre ich auch Geräusche. Ich dachte gerade, irgendwie ist das so still. Kein Wunder, Kopfhörer ausgedreht. So ist das. Nun gut. Wir schauen uns mal an, was gibt es denn hier? Ein Computer. Kerensky. My IP. Mhm. Mhm. Okay, Nee, ist klar. Übernehmen Sie alle Zentraleinheiten und sammeln Sie Informationen. Na, das wird ja jetzt wieder lustig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3. Schaffe ich das rechtzeitig? Ich weiß nicht. Mal sehen. Mehr Gewicht. Na? Mehr Gewicht. Weiß ich nicht, ist das ein Problem? Ich verstehe nicht. Oh. Das wird knapp. Eine Runde aussetzen, ne? Eins, zwei, drei, vier. Das war nicht so gut. Oh, das geht schief. Thank you.
Ach, verdammt, Verschwörung. Okay, vergeigt. Ah, ich hasse es. Eins, zwei, drei, vier. Eine Datei mitnehmen. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, das geht. Gut. Nee, das geht ja wieder nicht. Ach verdammt. Tap, tap, tap. Oh oh. Hat. Ja, tolle Aktion. Okay, so. Eine Runde aussetzen. Ah, Schande. Okay, und schon wieder.
Das ist echt frustrierend. Gerade. Schauen wir mal. Okay. Ich muss hier mal kurz unterbrechen. So, da bin ich wieder und ich habe gerade festgestellt, ich hatte nicht mal die Uhr gestellt. Aber gut. So, egal, gucken, wir sind hier. Und... Gut. Ach nö. Ja. Ist es schon. Ich weiß auch nicht. Verdammt. Nein. Verdammt. Ich habe ja so meine Befürchtung. Oh, nee, ne? Okay. Ja.
Okay, und wieder das gleiche. Ey! Das kann doch nicht sein. Zack, zack, zack. 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 So, 1, 2, 3, 4. Ach man, jetzt wieder das blöde Ding. Okay, und wieder das gleiche Problem. Vorbei. Gut, egal. Also so. Das ist wieder so ein Part, wo ich fast sagen würde, das schneide ich fast. Zwei noch dann. Mit dem habe ich ja nicht gerechnet. Ach, verdammt, und wieder das gleiche. Mann! Okay.
shit. Gut, das war gut. Das wird doch wieder nichts, oder? Puh. Festplattenzugriff gewährt, elektronisch, elektromagnetische Verriegelung deaktiviert. I've unlocked the electromagnetic lock and it looks like I now have access to confidential files as a bonus. So, die Folge dürfte schon ziemlich lange sein, aber macht nichts. Zeitverlauf, Decay, Datei, Stufe 1. 7.4.99. Christopher Stark erfolgreich in W.O. Lebensmittelforschungslabor eingeschleust. Beginn der Experimente mit transgenem Raps, der in der Lage ist, den Wirt zu schützen. 24.4.99. Belinda Delmar erfolgreich in W.O. Lebensmittelforschung eingeschleust. 10.05.99, Stanley Johnson erfolgreich in W.O. Lebensmittelforschung eingeschleust. Okay, alles gut zu wissen. 21.06.99, zweiter GEO Raps plus Lager 2, Schutzfaktor 54% abgelehnt. Dritter GEO, uninteressant. Stufe 2 mit von Wladimir Kostenko veruntreuten Geldern finanziert. Mhm. Modifikation von 100 Kilogramm Saat durch Johnson, Stark und Demar. 738 Tage. Beginn der Operation 1.9.99. Ende der Operation 28.9.1. Stufe 3 mit von Wladimir Kostenko veruntreuten Geldern. 10.7.1. Die Organisierung von Belinda Demars und Christopher Starks Abreise. 10. Was? Ach. 10.22, achso, 22.10.1, achso, englisches Zeitformat oder wie? Organisierung von Stanley Johnsons Abreise und Wiederbeschaffung der verdächtigen Materialien mit Kontakt zu Raps. Zentrifuge, Präzisionswaage, Objektträger, etc. Zweite Generation transgenen Rapses, Körner von 7 Milligramm, verfügbar 22.03.2, 29.09.1 plus 155 Tage. Schwarzes Schafdatei. Nach den Entdeckungen von Sharon Greens Team Einsetzung eines Notfallplans, um Verdacht auf Jack Place zu lenken. Erstens, Wladimir Kostenko wird seine neue Adresse aus den Dateien der W-Gruppe löschen. Zweitens, Herstellung von falschen Beweisen, gefälschte Bankauskunft, wird von einem Kollegen von Kostenko angefertigt. Ah ja. Gut zu wissen. So, diese lange Folge speichere ich jetzt und beende sie hiermit und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.